So. Dann gieße ich das jetzt hier alles. Plunsch. Nein. So, dann werde ich ab jetzt wahrscheinlich einfach mal den Kram aufheben, den ich ernte. Denn wenn Oma da mit irgendeinem Rezept kommt, dann habe ich ja vielleicht schon Sachen da dafür. So, aber Geld habe ich nicht wirklich gerade. Aber ich wollte mir auch unbedingt ein Obergeschoss kaufen. Und wenn ich mir ein Untergeschoss zugelegt haben sollte demnächst, dann packe ich das Untergeschoss voll mit irgendwelchen Schränken, damit ich das Stuff reinhämmern kann. Es wird also mein Lagerkeller. Und ins Obergeschoss packe ich dann höchstwahrscheinlich mein Bett. Und das Untergeschoss dekoriere ich irgendwie, denke ich mir. Mal sehen. Oh ja, ich habe ja kein Wasser mehr. Das wird schon. Ich bin froh, dass ich das gesehen habe. Ich meine, ich rede ja schon die ganze Zeit davon, dass ich gerne mal ein Haus hätte mit mehreren Stockwerken und Räumen oder so. Zumindest Stockwerke. Und dann sehe ich, dass da die ganze Zeit steht, dass man ein Unter- oder Obergeschoss kaufen kann. Aber ich habe das irgendwie übersehen. Ich weiß nicht warum. Diese bunten Schaltflächen habe ich ja auch bei Geodeknacken, habe ich das auch übersehen. Dass das da steht. Na, Werkbank, glaube ich, war das. Das sieht immer aus, als wäre das einfach nur ein Feld, in dem eine Information steht. Nicht wie eine Schaltfläche. Also finde ich. Wenn man es weiß, ist das anders. Dann sieht man es auch. So. Muss ich gleich nochmal abchecken, ob davon irgendwas geerntet werden kann. Denn ich glaube, mit einer Gießkanne in der Hand sieht man das gar nicht. Also denke ich mir. So. Jedes Mal, wenn ich gieße, steht da, bring 3 Tomaten, weil dann alles zu sehen ist. Der Rucksack, die Gießkanne. Du sollst die Gießkanne befüllen. Thank you.
So. Bin sicher, irgendwann erkenne ich auch, was da wächst. Ich meine, das hier ist Kohl, das sind Zwiebeln. Das ist klar. Das sind Erdbeeren. Kannst du mal aufhören, über mein Feld zu latschen? Ich glaube, du spinnst. Ey, Junge! Wenn da einer drüber latscht, bin ich das. Ich glaube, es geht los. So, und jetzt gucken wir mal. Nee, von Ernten steht hier nichts. Okay. So, also darum haben wir uns jetzt auch gekümmert. So. Apfel. Ja, natürlich. Also Platz ist jetzt eher begrenzt. Aber das Obergeschoss genauso. Oh, ist das Obergeschoss genauso groß wie das Untergeschoss? Ich glaube schon. Ja. Praktisch. Praktisch, praktisch, praktisch. Ah. Wenn ich das Licht in dem Raum ausmache, dann kommen diese Lampen natürlich besser zur Geltung. Logisch. Logisch. Jetzt gehen wir mal noch schnell zum Strand und sammeln noch so die Muscheln ein, die da so rumliegen. Gib mir die Muscheln. Meins. Warte mal, das ist doch schon wieder... Das ist doch schon wieder ein neuer Schmetterling da. Komm her. Silbergrüne Bläuling. Ne, habe ich anscheinend schon. Was ist mit dir? Nicht aufs Meer hinausschwimmen. Fliegen meine ich. Komm her. Hallo? Komm jetzt her. Boah, ey. Die Movieaufnahme wurde beendet. Ich will vorher versuchen, diesen Schmetterling einzufangen. Er will sich nicht fangen lassen. Ah, doch jetzt. Butanitis liderali. Ist auf jeden Fall auch ein neuer. Okay. Komm her. Zitronenfalter, na bitte. Hier haben wir noch eine Muschel. Diesmal nur zwei, hm? Egal.
So. Kann ich ein bisschen Geld mitmachen? Bananenfalter. Einer faltet Bananen und der andere faltet Zitronen. So, den Quatsch werden wir jetzt direkt mal verkaufen, damit ich wieder ein bisschen an Geld komme. Hm? Kauf meine Sachen. Naja, wirklich viel Geld hat es mir nicht eingebracht, aber ein bisschen. Ein bisschen hat's mir gebracht. Es tut mir leid. So. Wer oder was bist denn du? Nein! Patches. Du musst das Leben hier lieben, wie ruhig und friedlich es hier ist. Als würde man in einem Roman von Agnes Tummel leben. Thumble oder so. Wer ist Agnes Thumble? Sie ist meine allerliebste Lieblingsschriftstellerin. Nun, abgesehen von den anderen, die ich sonst noch habe. Aber dieser Ort ist wie das Tal in... Oh, ich langweile dich vermutlich. Ich habe bloß immer davon geträumt, an einem solchen Ort zu leben. Es fühlt sich so magisch an. Ja, dann zieh doch hier ein. Das würde ich gerne tun. Danke. Ich werde mal sehen, ob ich ein wenig Hilfe mit meinen vielen Büchern bekommen kann. Patches. Erkennt man ja schon daran, dass er oder sie aus Patches besteht. Es war hier gerade noch so ein... So ein Schmetterling, bei dem ich das Gefühl habe, den noch nicht zu haben. Großer Feuerfalter. Ach, Feuer wird auch gefaltet. Okay. Manche falten Zitronen, manche Bananen, manche Feuer und manche sogar Bananenbäume. Oder was habe ich da gelesen? Ich weiß es nicht und das ist mir auch egal geworden mittlerweile. Westlicher Resedarweißling, ja, ja, okay. Na gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich finde, wir sind ein bisschen vorangekommen und... Zack! Monarchfalter. Okay, dann falte mal einen Monarchen. Wenn ihr wissen wollt, wie das hier weitergeht, dann schaltet ihr auch in der nächsten Folge wieder ein. Und die kommt, wie immer, morgen. Tschüss.